Umgang mit Schrecken bei anderen. Angenommen, jemand in deiner Umgebung ist in Angst und Schrecken geraten. Er hat sehr viel Angst vor etwas. Er graut sich vor etwas. Wie gehst du damit um? Eine Möglichkeit wäre, du leihst ihm einfach dein Ohr. Du fragst ihn, was ist deine Situation? Du kannst ihn fragen, was ist seine Aufgabe? Du kannst ihn fragen, was befürchtest du? Du kannst sagen, was kannst du hoffen? Wie wäre es, wenn es gut ausgeht? Wie könntest du dich vorbereiten? Was kann ich dir helfen? Manchmal hilft es Menschen, wenn sie sprechen können. Manchmal kann man ihnen auch sagen, du hast gar keine Angst und Schrecken, du bist einfach nur aufgeregt. Es gibt die natürliche Reaktion des Organismus, Energie zu geben und zu schenken, wenn etwas Wichtiges da ist. Eigentlich bist du nur voller Energie. Spüre mal in dich hinein. Jede Faser deines Wesens vibriert und pulsiert. Ist doch toll, du bist voller Energie. Manchmal kann man Menschen helfen, das, was sie als Schrecken begreifen, zu sehen als positiv nutzbare Energie.